Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Ich bin Gartenbaumeister Maxim und wir haben heute wieder einiges im Garten vor. Danny ist fleißig am Drehen und ich dachte mir, ich habe ein kleines Projekt, das würde ich gerne umsetzen und warum nehme ich nicht einfach die Kamera mit? Die Videos hier auf diesem Kanal sind natürlich immer viel, viel schneller als so ein 45 Minuten langer Vlog und da ich das jetzt machen möchte, machen wir das auch jetzt. Ich habe was Schönes vor und ich hoffe, ihr habt dabei Spaß. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Zuallererst hoffe ich, dass es euch gut geht und ihr einen wunderschönen Tag hattet. Und falls nicht, mit diesem Video ein bisschen Ablenkung bekommt. Ihr wisst es, ich bin in meinem Garten-Motivationsschub drin. Der Vorteil ist, es ist heute kalt, in Anführungszeichen. Es ist nicht heiß, sodass du auch nicht nach 5 Minuten keine Energie mehr hast, sondern wir haben so 20 Grad, es ist bewölkt, die Sonne knallt nicht und das ist für mich persönlich die perfekte Temperatur, um draußen im Garten was zu machen. Wir haben ja wirklich viel schon hier gemacht. Ich zeige euch auch gleich ein kleines Update und vor allen Dingen zeige ich euch auch gleich die eine Stelle. Ich muss aber kurz ein bisschen ausholen. Vor, ich glaube, 2 Monaten mittlerweile ist es her, haben wir ja eine neue Hecke bekommen. Und die ist sehr, sehr hoch. Und wir haben auch einen neuen Weg neben der Hecke bekommen. Aber zwischen Weg und Hecke ist ein bisschen Platz. Und dieser Platz sieht aktuell nicht ganz so schön aus, wie ich finde. Deswegen werden wir ihn heute schön machen, und zwar mit Rindenmulch. Ich finde, Rindenmulch ist eine tolle Möglichkeit, einfach um den Boden so ein bisschen zu schützen, dass die Feuchtigkeit bei Hitze nicht so doll verdunstet. Und ich habe natürlich keinen Rindenmulch hier bei mir im Garten. Deswegen fahren wir jetzt auch gleich einmal in den Baumarkt und holen. Ich glaube, 4 Säcke sollten reichen. Ich will es ein bisschen aufschütten. Ich habe aber auch noch diese Beetfolie. Und alles, was übrig ist, das kriegen wir mit Sicherheit auch noch ins Rosenbeet. Ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Und wir machen uns jetzt, glaube ich, einfach auch schon mal direkt auf den Weg, oder? Liam, was sagst du? Liam ist hier unten und der mag das nicht, wenn man mit Telefon spricht. Das findet er immer ganz, ganz doof. Mein kleiner Engel, was ist los? Was ist los? Du hast bestimmt schon wieder Hunger, ne? Oder Flusen im Kopf? Geht's dir gut? Hallo? Ja, es geht ihm gut. Unseren neuen Weg, den kennt ihr ja schon. Hier liegt noch einmal der Schlauch. Und hier habe ich ja neulich in meinem Vlog schon ein paar Steine hingelegt, damit die Fläche einfach so ein bisschen gefüllt ist. So, jetzt sehen wir aber das hier. Und das ist so ein bisschen, naja, ich sag mal, so ein kleiner Streifen, der natürlich noch einiges an Platz bietet. Und da dachte ich mir, könnten wir eigentlich ein bisschen Rindenmulch auffüllen, oder? Was sagt ihr? Das hier habe ich vor 2 Tagen gemacht. Hier sind ja noch die alten Baumstümpfe drin von den kaputten Bäumen, die wir vor 2 Jahren rausgenommen haben. Und ja, man lernt dazu, weiße Steine im Garten sind wirklich ziemlich, ziemlich doof. Ihr könnt es, glaube ich, erkennen, sie wurden einfach dann irgendwann grün, gerade durch unser Brunnenwasser. Deswegen sind die Kugeln auch nicht mehr ganz so weiß. So, und deswegen habe ich einfach neulich diese Beetbegrenzung gekauft, rumgemacht und jetzt vor 2 Tagen dann diesen Schiefersplit aufgetragen. Das haben wir an 3 Stellen, einmal hier und da. Was ich vor ein paar Tagen gemacht habe, ist auch diese Stelle hier. Da waren einfach nur Steine und Sand. Hier ist ja unser Briefkasten direkt. Und ich dachte mir, das sieht eigentlich ganz süß aus. Ich hoffe, dass die Hortensie das wirklich schafft. Ich habe sie auch schon gut gewässert und habe dann auch da gleich natürlich wieder ein bisschen Rindenmulch raufgemacht. Aber ich finde, das wertet diese Ecke hier schon mal ein bisschen auf. So, Rindenmulch ist drin. Ich habe jetzt 4 Säcke genommen. Das reicht. Es muss ja keine dicke Schicht werden, sondern es reicht ja, wenn es wirklich erkennbar ist, dass Rindenmulch ist. Und einen halben Sack habe ich ja auch noch. Deswegen glaube ich, sollte das reichen. Ich schaue jetzt trotzdem nochmal nach Pflanzen. Vielleicht finde ich ja noch ein paar kleine schöne Pflanzen, die ich dazwischen pflanzen kann oder so. Ich liebe den Geruch von Rindenmulch. Ich glaube, Danny mag ihn nicht so, aber ich liebe es. Es riecht so ein bisschen nach einer Natursauna. Ich habe leider nichts anderes gefunden. In meinem Kopf habe ich eine Idee, aber das funktioniert da, glaube ich, nicht. Deswegen habe ich mich da jetzt erstmal gegen entschieden. Wir wollen ja jetzt ja auch nicht den ganzen Garten umgraben. Wir wollen dieses Projekt erstmal abgeschlossen haben. Ich fahre jetzt hier einmal durch und dann kann ich hier gleich bezahlen. Das ist richtig, richtig cool hier. Du musst einfach nur reinfahren, kannst das Auto beladen und dann scannt jemand das Auto ab und dann haben wir es geschafft. Ich bin zu Hause wieder angekommen und habe immer schnell aus dem Keller dieses Unkrautvlies geholt. Da hatte ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, ein bisschen zu viel gekauft. Aber ich werfe die Sachen ja dann nicht einfach weg, sondern ich habe sie aufbewahrt. Und heute ist der Tag, da kommt sie wieder zum Einsatz. Ich muss dazu sagen, es gibt natürlich auch noch
anderes Unkrautvlies. Das ist dann aber eher so wie Plastik. Das ist hier einfach nur sehr dicht gewobenes, gewebtes Filz, glaube ich, sodass Wasser wirklich gut durchkommt. Ich will ja auch nicht den Boden versiegeln. Ich will einfach, dass in den nächsten 2 Jahren nicht ganz so schnell Unkraut durchkommt. Und nach ein paar Jahren verrottet das ja dann auch genauso wie der Rindenmulch. Deswegen werde ich das jetzt einmal auslegen. Von der Breite her werde ich es wahrscheinlich doppelt einmal legen. Es ist ja doch schon sehr, sehr breit. Wir gucken mal, wie es funktioniert. Die Stelle hatte ich euch ja schon gezeigt. Hier werde ich mal diesen, ich glaube, es erkennt ihr jetzt nicht, hier ist es ein bisschen höher, als es dann hier lang geht. Deswegen werde ich den Weg jetzt erstmal ein bisschen plan machen und dann aufschütten. Hier weiß ich ehrlich gesagt noch nicht genau, wie ich das begrenze. Wahrscheinlich lege ich da jetzt mal ein paar Steine hin, dass der Rindenmulch dann nicht so rausfliegt. Wir müssen jetzt erstmal nach der Länge schauen, deswegen rolle ich das jetzt einfach mal aus. Ich bin wirklich massiv überrascht, wie viel hier immer noch übrig ist. Ich habe einen Stein mitgenommen, sodass ich das jetzt erstmal ein bisschen beschweren kann hier. Und dann wollte ich das einfach doppelt legen an einer Stelle. Das ist, also ich will natürlich nicht hier komplett bis runter zu den Tuyas, sondern einfach nur so ein Teil. Deswegen legen wir es jetzt einmal halb. So, es ist einmal aufgelegt. Hier hat sich das ein bisschen eingerollt. Das mache ich dann aber gleich, wenn ich den Rindenmulch habe. Dann kann ich nämlich da beschweren. Dann, es darf ja auch ruhig ein bisschen reinfallen. Es geht erstmal um den Großteil der Fläche, so dass man das hier dann richtig schön hinlegen kann. Das kann ich aber leider nicht mit der Kamera. Okay, schauen wir mal, was wird. Ich tippe es jetzt erstmal so ein bisschen grob hin. Ich bräuchte eigentlich so ein Headset, damit ich besser filmen kann. Und hier ist das fertige Ergebnis. Es sieht so viel ordentlicher aus. Im nächsten Jahr wird die Hecke dann natürlich auch begradigt. Ne? Da gehen ja einige Zweige gehen weiter vor. Und dann ist das alles richtig, richtig schön ordentlich. Ich drehe euch einmal kurz. Nicht, dass euch schlecht wird, weil ihr so dann viel besser erkennen könnt, wie ordentlich das Ganze aussieht. Ich bin einmal drin, habe einmal kurz durchgeatmet. Also es ist natürlich jetzt nichts Spektakuläres oder so, aber es sieht ordentlicher aus. Es ist für den Boden natürlich auch ein bisschen besser, einfach, dass die ganze Feuchtigkeit im Hochsommer da nicht verdunstet. Und ich freue mich da jeden Tag, wenn ich da lang gehe. Es hat mich immer so ein bisschen gestört. Wir haben hier natürlich sehr, sehr sandigen Boden und das sieht dann immer nicht so schön aus. Und mit so einer schönen Schicht Rindenmulch sieht das immer viel ordentlicher aus und man kann das jedes Jahr auch kostengünstig wieder aufschütten. Mich hat der ganze Spaß jetzt, ich glaube, 18 Euro gekostet. Gut, die Folie oder also dieses Unkrautvlies, das hatte ich ja noch. Das wären, glaube ich, nochmal 20 Euro gewesen, aber da ist ja noch so viel dran. Da kann ich wahrscheinlich noch alle anderen Hecken hier mit Rindenmulch eindecken. Mir gefällt das sehr gut. Ich bin sehr gespannt, wie es Danny gefällt, wenn er da das nächste Mal langläuft. Ich würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ob ihr vielleicht noch ein paar Ideen habt, was wir vielleicht im Vordergarten machen können oder was wir vielleicht auch bei uns im Gemüsebeet machen können. Wir haben nämlich extrem viele Schnecken im Moment und das ist, ja, also meine Salaternte ist von 6 auf wahrscheinlich 3 weniger geworden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch und wir sehen uns hier am Sonntag wieder. Tschüss!